Boah, die Trainingseinheiten mit Justice Goalkeepers waren ja echt geil, ne? Ich glaube, ich könnte es jetzt mit jedem aufnehmen. Jo, Fliege, ich habe gehört, du willst ein Battle. Ich bin bereit. Nee. Das nee, nee, mein Freund, so geht das nicht. Ich bin schon auf dem Weg. Bis gleich. So, Boss-Mode aktiviert. Meti, wie viele Tore braucht man in der ersten Challenge, um zu gewinnen? Fünf. Nee, drei. Oh! Boom! Wenn du den Ball auch hier vorne auf Fünfer wirfst, ne, dann kann ich den auch reinschieben. Ja, mach. Oh, da ist er da, da ist er da. Aber außen, hast du gesehen, wie er sich gedreht hat? Der Fliege, was ist da los? Bist du nicht konzentriert? Ist irgendwie, was ist das Problem? Ich knapp der am Pfosten reinging. Ich wollte ein Battle gegen Passi machen, Mann. Boah! Oh, ich muss weggucken. Den habe ich gefühlt! Im Anflug muss schon, dass der reingeht! Da ist der Brocken. Die Dinger gingen teilweise echt knapp vorbei. Ja, und Lukas hat bei dir aber besser geworfen. Guck mal, da grinst er einfach. Also, nächste Übung, Elfer rollen. Man hat 5 Bälle, so wie im Champions-League-Finale. Man muss den Ball rollen, ja, vom Elfmeterpunkt. Der Ball darf den Boden nicht verlassen. Und wer am Ende, wie im Champions-League-Finale, gewonnen hat, hat gewonnen. So. Ja. Shoutout an Football for Bros, denn die Jungs haben sich das ausgedacht. Grüße gehen raus. Weil der Probewurf die andere gemacht hat, ha? Ich hab dich gelesen wie ein Buch. Oh, war das ein Lulliball, Mann! So, jetzt muss mal hier ein Power-Ding kommen. Du stehst nicht auf der Linie! Desaster. Sudden death! Die Last Minute Tacken! Ja! Ja! Holt den raus, Mann! Superhero.
richtig geiles Torwart-Battle. Die Tore werden von der ersten Übung noch ein bisschen weiter auseinander geschoben. Und dann wird einfach drauf gepölt, wer zuerst 5 Tore hat, hat gewonnen. Und nach Spielstand 1:1 hat auch dieses ganze Battle gewonnen. Ja, fast schon. Man könnte meinen, wir sind bei RTL 2, so wie das geskriptet ist. Ne? So. Lukas, hast du deine Finger im Spiel? Was? Bei mir ist es schlimmer geskriptet als bei RTL. Wegst du ehrlich, ehrlich. Boah, Junge! Seite. Rechts. Oh! Ach, starke. Ach, seine starke Seite ist da. Ah. Seine schwache Seite ist links. Von dir aus links? Von dir aus. Ja. Ja. Aber nicht drüber, einfach aufs Tor. Einfach nicht drüber. Run. Rebound! Meister! Ja, Mann! Der Ball ist alles! Mathematisch, physikalisch alles berechnet. Unterm Strich ist rausgekommen, ich muss den Ball reinmachen. Okay. Was heißt das? Es steht 4-1, Junge. Ja, was heißt es noch? Ich hab gleich meinen Matchball. Du hast jetzt den hier, Junge. So, jetzt muss die Antwort kommen. Ja, irgendeine Antwort muss kommen, ja. I'm a true champion. Boss! Der war krank. Hauptsache aufs Tor. Ja, ich wusste es. Mach einfach nur Kraft jetzt. Soll ich? Ja, nur Kraft. Sagt der Chef in der Kamera. Ja, Fußballspiel, Keeper-Battle auf einmal hier, ne? Hier, kommst du noch mal ran? Ja, Buschi würde sagen, am Ende kackt die Ente. Mann! Ja! Ja! Mit Kraft, Blut und Bam, Bam, Bum, Bum, Bum! Bum, Bum, Bum! Junge! Nur gucke. Der muss einfach drin sein, der ist gleich schön. Von 1:4 auf mich gesetzt haben, casht jetzt aus. Das perfekte Bild für den Sieg. Aber es ist noch nicht der Sieg. Du musst nur einmal halten. Halt Maul! Bam! Der Brocken! Der Brocken ist da! Was ist denn los?
Ja, dann gib mal Gas. Mensch. Gibt's denn eigentlich den zweiten Teil? MTV! Ja, also da gibt's die Revanche. Vielleicht kann ich da, vielleicht kann ich aber wieder mehr rausholen. Ja, weil da machen wir auch ein bisschen andere Challenges, ne? Ja, vielleicht ist dann auch der Pelikan da. Ah, wird schwer. Müssen wir gucken. Ah, ja, und das Spiel hier. Ich habe ja schon gesehen, du guckst genug TikToks von ihm. Genau. Nee, glaube ich nicht. Doch. Aber ist auch egal. Es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Freut euch auf das nächste Video. Road to Best YouTube Goalkeeper. Es wird legendär. Kommentiert, wenn ihr am besten fandet. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.